Wir kommen zu unserem letzten Punkt auf der Liste zur Bildqualitätsprüfung, Artefakte. Ich möchte hier also nicht tief in die MR-Theorie eindringen, sondern vielmehr einen Überblick über gängige Artefakte und deren Bekämpfung geben. Alle MRT-Bilder weisen Artefakte auf, einige offensichtlich, andere etwas schwieriger zu erkennen. Es gibt Artefakte, die vollständig vermieden werden können, und andere, deren Auswirkungen wir nur abmildern, aber niemals vollständig auslöschen können. Starten wir mit den Bewegungsartefakten. Das gängigste Bewegungsartefakt ist das Atemartefakt, wie Sie hier sehen können. Normalerweise werden Sie solche Bilder nie erzeugen. Ich musste hart arbeiten, um so schlechtem Artefakt zu produzieren. Dieses Artefakt wird auch als Phase Mismapping oder Ghosting Artefakt bezeichnet, weil es nur in der Richtung der Phasenkodierung auftritt, wie Sie hier sehen, in der AP-Richtung und nicht in Rechts-Links-Richtung. Natürlich können alle Arten von Bewegungen solche Artefakte verursachen, Augenbewegungen, Schlucken, Blutgefäßpulsationen oder Bewegung des Liquors. Aber warum treten diese Artefakte nur in der Richtung der Phasenkodierung auf? In den Folgen der Ortskodierung haben wir ein solches Sequenzdiagramm gesehen. Hier steht GP für den Phasenkodierungsgradienten und aus der Lehre des K-Raums wissen wir auch, dass in einer normalen spinischen Sequenz nur ein Schritt der Phasenkodierung pro TR gemacht wird. Kann. Bei der TSE haben wir so viele Phasenkodierungsschritte, wie wir 180 Grad Refokussierungsimpulse haben, aber eben nicht alle Linien des K-Raums gleichzeitig in der Phasenkodierrichtung. Nehmen wir wieder unser Sequenzdiagramm, aber dieses Mal betrachten wir nur die Phasenkodierung. Und Sie sehen, dass zwischen zwei Phasenkodierungsschritten Zeit vergeht. Und vergessen Sie nicht, dass diese Phasenkodierungen für die Daten eines Bildes verantwortlich sind. Wenn Sie eine 256er Matrix in der Phasenkodierrichtung haben, dann haben Sie in diesem Beispiel 256 Phasenkodierungen, die immer Zeitintervalle in Ihren Abtastungen haben. Natürlich werden Sie fast nie ein einfaches Spinecho durchführen, sondern eher Turbospinecho, wie hier gezeigt, oder ein Gradientenecho. Trotzdem werden Sie nicht alle Schritte der Phasenkodierung innerhalb einer TR durchführen können, so dass bei der Phasenkodierung immer Zeit vergeht, während Sie ein Bild machen. Bei der Frequenzkodierung gibt es dieses Problem nicht, da Sie alle Spalten im K-Raum mit einer Echo-Auslesung füllen und dies gleichzeitig mit der Signalmessung tun. Das bedeutet, dass Sie zwischen dem ersten und dem letzten Schritt der Phasenkodierung höchstens ein paar Millisekunden Zeitabstand haben. Zusammengefasst, bei der zweiten Bildgebung gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Abtastzeiten für die Datenerfassung in Richtung Frequenzkodierung und Phasenkodierung. In der Frequenzkodierungsrichtung für eine 200x256 Matrix werden alle 256 Abtastwerte eines Signals im Bereich eines einzigen Echo erfasst. Umgekehrt liegt die Zeit für die Erfassung aller 256 Schritte in der Phasenkodierungsrichtung in der Größenordnung von Sekunden bis Minuten, da im Wesentlichen alle Zeile des K-Raums erfasst werden müssen, um den vollständigen Datensatz für die Fourier-Konstruktion zu erhalten. Und Sie müssen mehrere Echos und Signale erzeugen, um die Phasenkodierung abzuschließen. Die meisten groben physiologischen Bewegungen, so Atmung, Schlucken, Herzschlag, finden in Zeiträumen von 100 Millisekunden bis zu mehreren Sekunden statt. Da diese Bewegungen zwischen 100 Millisekunden und mehrere Sekunden lang sind, wird die Frequenzkodierung nicht stark davon beeinflusst und Sie werden in dieser Richtung keine Unschärfe sehen. Bei der Phasenkodierung
ist das jedoch anders, da hier deutlich mehr Zeitintervalle zwischen den Samples liegen und Sie diesen Bewegungsartefakt beobachten können. Es spielt auch keine Rolle, ob die Bewegung selbst in Phasen- oder Frequenz- oder Schichtrichtung erfolgt, da es wird in der Phasenkodierungsrichtung sichtbar. Nach dieser etwas längeren Erklärung sollten Sie nun wissen, wie ein solches Artefakt entsteht und warum es nur in einer Richtung sichtbar ist. Die Ursachen zu kennen ist gut, aber das Artefakt nicht mehr oder weniger zu sehen ist noch besser. Wie können wir dieses Artefakt reduzieren? Die Bedeutung der einfachen Einweisungen, den Patienten stillzuhalten, während der Scanner Lärm macht, sollte nicht unterschätzt werden. Ein Training vor dem Scannen und das Üben des Atemanhaltens können auch hilfreich sein. Das alles gehört zu unserem Beruf und ein bisschen Psychologie ist dafür notwendig. Wie man dem Patienten eine Untersuchung am besten erklärt, ist jedoch ein anderes Thema, das ich besonders behandelt werde. Der Patient sollte es im Scanner so bequem wie möglich haben, einschließlich Rücken, Bein und Kopfstützen. Ein Patient, der es bequem hat, wird sich nie so schnell bewegen. Ein Patient, der irgendwie falsch positioniert ist, wird während der Untersuchung Schmerzen entwickeln und unruhig sein. Für Patienten, die aus welchen Gründen auch immer zu unkooperativ sind, da stehen Sedierungen, Narkose zur Verfügung. Diese Entscheidung wird in der Regel nicht allein von uns getroffen, sondern in Absprache mit dem Radiologen und dem Stationsarzt, der Anästhesie und so weiter. Manche Bewegungen lassen sich nicht einfach mit gutem Willen unterdrücken. Die Darmperistaltik zum Beispiel ist nicht wirklich unter unserer bewussten Kontrolle. Hierfür können wir aber Medikamente einsetzen, wie zum Beispiel Buscopan für MR-Untersuchungen in Abdomen und Becken. Dieses Medikament unterdrückt die Bewegungen und ermöglicht es uns, weniger Bewegungsartefakte zu sehen, zum Beispiel im Dünndarm. Für den Komfort können Sie viele verschiedene Elemente, Polsterungen, Blockierungen und so weiter verwenden. Dies ist etwas, das man am besten in der Praxis lernt, daher werde ich hier es nicht vollständig beschreiben. Als weitere Maßnahme kann man versuchen, das Signal von sich bewegenden Strukturen zu unterdrücken. Theoretisch werden keine Artefakte erzeugt, wenn die Struktur kein Signal abgibt. Hier links sehen Sie, wie Atem- und Herzbewegungen eine Menge Artefakt verursachen. Wenn Sie ein Sättigungsband definieren, also einen Bereich, in dem das Gehirn das Signal sättigt und zerstört, wird der Artefakt, hier rechts gezeigt, weniger. Wie Sie sehen, ist auch diese Methode nicht perfekt. Dieser Sättigungsbereich kann unter Umständen Untersuchungszeit kosten und den sogenannten SAR-Wert erhöhen, das heißt den Grad der Erwärmung des Gewebes, was ein Problem für die MR-Sicherheit darstellen kann. Mehr dazu, wenn wir über die MR-Sicherheit zusammen sprechen. Hier können Sie einen sehr ausgeprägten Bewegungs- oder eher gesagt Pulsationsartefakt der Popliteararterie sehen. Dies könnte zum Beispiel einen Befund im Knochen überleihen. Dies lässt sich auch dadurch verhindern, dass wir über unseren Vorhof einen Sättigungsbereich einstellen, der das arterielle Blut sättigt, bevor es in unserem Volumen eintritt, sodass nur wenig Signal aus ihm austritt. Weniger Signal bedeutet später weniger Einfluss auf unseren K-Raum und damit weniger Ausdruck von Artefakten im endgültigen Bild. Auch diese Methode ist nicht perfekt, aber sie ist besser als nichts. Es gibt auch Optionen auf dem Gerät, die genau auf solche Pulsationsartefakte abzielen und diese reduzieren mit Namen, die meistens selbsterklärend sind, wie zum Beispiel Flow Compensation. Es werden zusätzliche Magnetfeldgradienten zugeschaltet, die das fließende Blut sättigen. Wie genau das funktioniert, ist relativ kompliziert zu erklären und würde den Rahmen dieser Bildqualitätseinführungsserie total sprengen.
In der Literatur wird dies als Gradient Moment Nulling bezeichnet, falls. Kurz gesagt, handelt sich um eine Methode zur Reduzierung von Artefakten, die durch Objekten oder Gewebe verursacht werden, die sich mit nahezu konstanter Geschwindigkeit bewegen. Es ist besonders nützlich, um flussbedingte Artefakte zu unterdrücken, aber nicht mehr dazu. Das Wichtigste und Einfachste ist die Wahl der richtigen Phasenkodierrichtung. Sehen Sie hier in dieser koronalen Ansicht des Oberarms. Wir haben unsere Phasenkodierung rechts links gewählt und hier Fithead, also Kraniokadal. Ich denke, auch ohne viel MRT-Erfahrung zu haben, sollte es klar sein, dass das rechte Bild viel besser ist als das linke, weil der Bewegungsartefakt nicht mehr auf dem Oberarm verläuft. Er verläuft in Kopf-Fuß-Richtung und überlappt nicht mehr unseren Interessenbereich. Aber seien Sie vorsichtig, hier ist jetzt die Phasenkodierung in der Längsachse, was eine längere Untersuchungszeit bedeutet. In der MRT ist leider nichts umsonst. Die Entscheidung über die Phasenkodierrichtung muss immer während der Planung getroffen werden und sollte mehrere Faktoren berücksichtigen. Untersuchungszeit, das heißt, wie lang muss die Phasenkodierung geplant werden? Wo werden die Bewegungsartefakte sichtbar sein, wenn überhaupt? Werden diese möglichen Befunde überlagern? Und leider gibt es nicht nur Bewegungsartefakte in der Phasenkodierrichtung, sondern auch Einfaltungsartefakte, wie wir gleich sehen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von bewegungsunabhängigen Sequenzen. Dies sind Sequenzen, die nicht immer den K-Raum ausfüllen, wie wir bisher gesehen haben. Dies ist hier die übliche Methode, um den K-Raum zeilenweise zu füllen. Es wird auch als Cartesian Sampling bezeichnet. Diese Methode wird aus mathematischen Gründen bevorzugt, da sie eine rechnerisch effiziente Bildrekonstruktion mit Hilfe der schnellen Fourier-Transformation ermöglicht. Sie könnten aber auch Einsparungen bei Auflösung und Kontrast vornehmen und den gesamten K-Raum in einer TR ausfüllen. Solche Sequenzen werden Single-Shot-Echos genannt, abgekürzt SSH. Dabei sind fast keine Bewegungsartefakte zu sehen, aber die Bildqualität ist sie, was die andere Aspekt betrifft, nicht herausragend. Das SNR ist nicht sehr groß. Das CNR ist zwar noch im Rahmen für 102, aber auch nicht herausragend. Und die räumliche Auflösung lässt sich zu wünschen übrig. Aber die Bewegungsartefakte, obwohl ich hier weiter geatmet habe im Gerät, sind nicht zu sehen. Sie sehen hier ein weiteres Artefakt übrigens, das bei sehr hohem Turbofaktor, wie bei SSC-Sequenzen zu sehen ist, das sogenannte Blurring-Artefakt, bei dem die Ränder der Strukturen verschwommen erscheinen, weil die letzten Echos im Echozug sehr spät in der T2-Relaxation aufgenommen werden und einen geringeren SNR haben. Da diese Echos am Rand im K-Raum gespeichert werden, wo die Auflösung Informationen rekonstruiert werden, sehen wir diese unscharfe Ränder. Alternativ können Sie die Sequenz der Spinecho-Familie verlassen und zum Gradientenecho übergehen. Mit den Nachteilen, die wir bereits in früheren Episoden besprochen haben, kein echter T2-Kontrast, sondern nur T2-Sternkontrast. Und dazu deutlich stärkere Suszeptibilitätsartefakte, die wir gleich besprechen werden. Meistens werden solche Sequenzen durchgeführt, während man den Atem anhält. Sie sind nicht wirklich bewegungsunabhängig, nur schnell genug, um in einen Atemkommando aufgenommen zu werden. Ähnlich funktioniert die Benutzung von paralleler Bildgebung, also Sense, Grappa oder Asset, um die Messungen zu beschleunigen. Das Ziel ist es, bei akzeptablen SNR oder Auflösungsverlust schneller zu sein. Eine sehr gute und weit verbreitete Lösung ist die Propellermessung.
HOPELA ist die Abkürzung für Periodically Rotated Overlapping Parallel Lines with Enhanced Reconstruction oder auf Deutsch periodisch rotierte, überlappende, parallele Linien mit verbesserter Rekonstruktion. Die Propellerbiegung und ihre Varianten verfolgen eine ähnliche Strategie wie die radiale Biegung. Anstatt die Daten jedoch Projektion für Projektion zu erfassen, werden Streifen von mehreren Parallelkaraumlinien erfasst. Das mag ein wenig kompliziert erscheinen, aber grafisch ist es viel einfacher zu verstehen. Sehen Sie hier, wir navigieren im Karaum in sogenannte Blades, also mit Streifen, die den Karaum sowie der Propeller eines Schiffes ausfüllen. Dieses Abtastschema bietet eine wesentlich geringere Bewegungsempfindlichkeit aufgrund der starken Übertastung des Karaumzentrums und seines radialen Charakters. Sie können hier gut sehen, wie stark das Zentrum des Karaums abgetastet wird. Und wenn Sie sich gut erinnern, haben wir gemeinsam gesehen, wie wichtig das Zentrum des Karaums für unsere Bilder ist. Die Überabtastung in diesem Bereich sorgt auch für eine Redundanz der Informationen, das heißt, die Daten für jede neue Blade können mit den Daten der vorherigen Blades auf Konsistenz verglichen werden. Und wenn der Patient zwischen den Blades bewegt wird oder sich bewegt, können die Daten für das zweite Blade korrigiert oder sogar komplett entfernt werden, je nachdem, wie anormal seine zentralen Informationen erscheinen. Auch hier haben die Hersteller einen kleinen Namensalat für uns vorbereitet. Der Sequenzhintergrund ist ungefähr immer der gleiche. Die Algorithmen können variieren und zweifellos wird jeder Hersteller schwören, dass seine Variante die beste ist. Im klinischen Betrieb werden diese Sequenzen sehr häufig verwendet und dort können Sie auch die Größe der Blade bestimmen und den Grad der Überlappung fein justieren. Meistens müssen Sie die Stärke der Reduktion von Bewegungsartefakten mit Untersuchungszeit erkaufen, denn wie immer gilt auch bei der MRT, nichts ist umsonst. Vielleicht bereite ich in Zukunft ein Video vor, in dem wir alle Parameter einzeln und eingehend untersuchen. Aktuelle Versionen der Propeller-Technik korrigieren die Bewegung nur, wenn sie in der gleichen Ebene stattfinden. Das heißt, wenn es eine axiale Schicht des Gehirns mit Rechtslinksbewegungen gibt, aber keine Ja-Bewegung des Kopfes. Es geht durch die Schicht. Es kann sein, dass es in ein paar Jahren 3D-Propellermessungen geben wird, aber bisher habe ich persönlich noch keine ausprobiert. Hier ist eine axiale Propeller-T2-Messung ohne Atemkommandos oder irgendwelche Trigger. In den Darmschlingen sind immer noch Unschärfen zu sehen, aber große Bewegungsartefakte werden damit erfolgreich unterdrückt. Aufgrund der besonderen Auslesung des Karaums ist auch das angezeigte Wurf nicht quadratisch, sondern rund, wie Sie hier sehen können. Und ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Messung ist, dass die Phasenkodierung und Frequenzkodierung nicht fest sind, sondern rotieren, so dass sie keine genaue Richtung für die Phasenkodierung haben. Wir werden gleich auf den Einfaltungsartefakt eingehen, aber wenn Sie bereits mit diesem Thema vertraut sind, wissen Sie, dass ein großes Oversampling in der Phase notwendig ist, um einen Einfaltungsartefakt zu vermeiden. NSA steht für A Number of Signal Averages und gibt an, wie oft Sie den gleichen Karaum für ein Bild füllen. Wenn Sie die NSA erhöhen, erhöht sich auch die Untersuchungszeit entsprechend linear, sodass Sie das in den meisten Fällen nicht tun wollen. Und wie wir im SNR-Teil gesehen haben, ist dies auch ein eher ungünstiger Weg, um das SNR zu erhöhen, da es so viel Zeit für einen kleinen Gewinn an Signal kostet. Dieses Bild wurde mit einem NSA aufgenommen. Die Bewegungsartefakte sind bereits störend, insbesondere der Aortenpulsationartefakt, der eine Läsion im Leber überlagern könnte. Alle Parameter sind jetzt gleich geblieben, jetzt sind hier aber 8 NSA programmiert. Sie können sehen,
dass die Artefakte irgendwie etwas weniger präsent sind. Aber dafür haben sie eine Sequenz, die 8-mal länger geworden ist. Aufgrund der 8K-Umfüllungen ist der Artefakt auf dem Bild sozusagen verschmiert, ausgemittelt und dadurch weniger sichtbar. Es gibt nur weniger Situationen, in denen sie dies verwenden werden. Eine davon sind Patienten unter Narkose, bei denen es gut sein kann, es kann gut sein, sich lange Zeit für die Untersuchung zu nehmen, um ein gutes Bild zu erhalten. Besonders bei Kindern, bei denen das Triggern manchmal schwierig sein kann. Sie können dies auch mit Sens- oder Grabber-Techniken kombinieren, aber das ist hier sehr schwer zu verallgemeinern und muss an den Zustand des Patienten angepasst werden. Es ist Zeit, über Triggerung zu handeln. Patientenbewegungen, die durch physiologische Effekte wie Herzschlag oder Atmung entstehen, sind in der Regel periodisch. Dies ist ein Vorteil für die Bewegungskorrektur, da die Signalerfassung zeitlich auf die verschiedenen Punkte innerhalb des Herzzyklus oder der Atemposition abgestimmt werden kann. Sie werden in diesem Zusammenhang von Triggering und Gating hören. Die zwei Wörter werden immer wieder miteinander vertauscht und daran ist prinzipiell an sich nichts auszusetzen. Hier möchte ich nur kurz vorstellen, was die beiden eigentlich sind. Im engeren Sinne ist das Triggern eine Form des prospektiven Gatings. Prospektiv bedeutet, dass Sie die Signalerfassung, Entschuldigung, erst dann starten, wenn der physiologische Effekt eingesetzt hat, erschienen ist. Sie sehen hier, dass das Gerät die Messungen erst vornimmt, wenn die Atempause nach Expiration begonnen hat und die Messung stoppt, wenn die Inspiration beginnt. Prospektiv ist es, die Bewegung vorher prospektiv zu filtern und nur Daten zu speichern, die durch Bewegungen wenig beeinflusst werden. Die Triggerung ist oft einfacher zu implementieren und hat den Vorteil einer präziseren Synchronisation mit der Bewegung. Andererseits führt das Triggern unweigerlich zu verschiedenen Zeiten anhalten zu müssen, um synchron zu bleiben. Dadurch geht auch der sogenannte Steady-State-Zustand in den Geweben verloren, auf den ich hier und jetzt nicht näher eingehen werde. Es ist auch nicht immer perfekt synchron, wenn die Bewegung sehr schnell ist, zum Beispiel bei der Herzbewegung. Dafür muss die Erfassung der Physiologie, sei es Atem oder Herzschlag, ebenfalls sehr gut sein. Sie werden bei der kardialen MRT schnell fluchen, wenn das EKG-Signal schlecht ist. Gating, ein etwas weiter gefasster Begriff als Triggering, kann entweder prospektiv oder retrospektiv sein. Retrospektiv bedeutet, dass Sie alle Phasen der Bewegungen aufzeichnen und anschließend die bewegungsfreie Phase rekonstruieren. Retrospektiv. Diesmal warten Sie also nicht auf einen Auslöser oder Trigger, sondern messen einfach die gesamte Zeit und sortieren alles im Nachhinein. Das wirft natürlich die Fragen auf, was ist besser? Triggern oder Gating? Das kann ich hier nicht so pauschal beantworten. Meistens werden Sie Atembewegungen triggern, denn sie sind nicht zu schnell und wenn der Patient regelmäßig atmet, wird die Untersuchungszeit nicht zu hoch sein. Bei Herzuntersuchungen können Sie auch retrospektiv aufzeichnen und zum Beispiel alle Phasen der Herzkontraktion abzubilden. Ich möchte mich also hier nicht festlegen. Und einen Teil kann ich hier untechnisch nicht vermitteln, den müssen Sie selbst am Gerät sehen und fahren und erfahren. Ein Wort der Warnung. Sollte der Patient sehr unregelmäßig atmen, wird das Triggern grausam aussehen und viel Zeit in Anspruch nehmen. Sehen Sie hier links, wo ich während der Messung absichtlich unregelmäßig geatmet habe. Ohne Triggerung gibt es in diesem Fall schneller und besser.
Sie können sogar die NSA erhöhen, zum Beispiel in Kombination mit einem höheren Sense-Faktor oder GRAPA-Faktor oder Asset-Faktor, um dem Artefakt noch mehr auszugleichen, auszumitteln. Der Kampf gegen Artefakte ist eine sehr, sehr dynamische Aufgabe, bei der Sie eine Menge Fachwissen sammeln müssen, um eine gute Gegenmaßnahme zu treffen. Das wird vor allem mit Erfahrung und einem hoffentlich hier soliden Wissensbasis geschehen. Als Zusammenfassung eine Tabelle. Wir haben nicht alle Punkte hier direkt angesprochen. Ich habe versucht, mich auf die Wesentlichen zu beschränken, die wir als Technologen beeinflussen können. Es gibt noch viel mehr über Bewegungsartefakte zu sagen. Sie können einfach eine Pause jetzt einlegen, ne, und das alles in Ruhe durchlesen. In Rot steht alles, was ich besprochen habe. Und in Blau, was Sie sonst noch in der Literatur finden können. Irgendwann werde ich ein Video nur über Artefakte erstellen.